Leute, Marc hier von MacMath Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute stelle ich euch eine FPV-Brille vor, und zwar die Echin VR D2 Pro. Das ist die neueste Version dieser FPV-Brille. Und das Besondere daran ist, dass diese hier eine Aufnahmefunktion hat. Ihr könnt also das, was ihr durch die Brille seht, direkt auf eine Micro-SD-Karte aufnehmen. Und das ist momentan auch die günstigste FPV-Brille mit Aufnahmefunktion. Das Ganze habe ich von Banggood. Das ist ein asiatischer Versandhändler. Dort kostet diese Brille zum Zeitpunkt des Videos knapp 80 Euro. Alle Links und Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, packen wir die Brille einfach mal aus und im zweiten Teil des Videos machen wir damit einen Probeflug. Insgesamt ist die Ausstattung für den Preis ziemlich gut. Ihr seht hier zwei Antennen, denn die Brille hat Diversity. Die kann also von der einen Antenne auf die andere umschalten, um die Signalqualität zu verbessern. Und es gab mittlerweile schon verschiedene Versionen dieser Brille, und das ist eben die Pro-Version und das ist die neueste. Die ist ca. 14 Tage, 3 Wochen auf dem Markt. Das hier ist die Anleitung, die ist komplett in englischer Sprache, aber super ausführlich, kann man auf jeden Fall mal loben. Dann haben wir hier als nächstes die Schaumstoffteile, die man auf die Brille draufkleben muss. Das ist eben der Abstandshalter und der legt sich ums Gesicht rum, dass man es eben schön weich hat. Als nächstes hier haben wir den Netzadapter, um den beiliegenden Akku aufzuladen. Das werde ich euch gleich noch ausführlich zeigen. Und dann haben wir natürlich als nächstes noch die Brille selbst. Die ist ziemlich leicht, die wiegt also so ohne Antennen nur 280 Gramm, mit Antennen ungefähr 320. Dann haben wir hier einen weiteren Beutel mit den Antennen drin. Und das war es eigentlich auch schon mit dem ganzen Packungsinhalt. Im Gegensatz zu anderen FPV-Brillen kommt diese hier auch gleich mit einem starken Akku. Und das hier ist die Brille, die ziehe ich jetzt einfach mal hier raus. Wie gesagt, die ist ziemlich leicht, das ganze Material ist aus Kunststoff. Und jawohl, das war soweit der ganze Inhalt. Das hier sind die Pads, die man noch aufkleben muss. Ihr seht hier vorne die Tasten, um die Brille einzustellen. Und bei dieser Brille hat man sogar an einen Stativanschluss gedacht. Man könnte also diese Brille auf ein Stativ drauf montieren. Die Verarbeitung der Brille ist ganz okay. Das macht alles einen ganz guten Eindruck. Ist alles ziemlich leicht. Hier oben ist der Slot für die Micro-SD-Karte. Ihr könnt hier Karten reinstecken bis zu 64 GB. Der verbaute Monitor hat 5 Zoll und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Hier an den Seiten muss ich noch diese Pads aufkleben fürs Gesicht. Die Vergrößerungslinse innen ist verstellbar. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Die Haltebänder kann man ebenfalls verstellen via Klettverschluss, und hier hinten unter dieses Gummiband könnt ihr den Akku einklemmen. Ist eine ganz coole Idee, dass man den Akku hier gleich mit an Bord hat und an der Hinterseite des Kopfes trägt. So ist das Gewicht gut ausbalanciert. Dann schauen wir uns hier noch den weiteren Packungsinhalt an. Das hier ist das Ladegerät, da kommen wir gleich noch zu. Und hier in diesem Beutel befinden sich die Antennen und natürlich auch der Akku. Und dieser Akku ist mit 7,4 Volt und 2200 mAh auf jeden Fall üppig dimensioniert. Da hat man ungefähr 2,5 bis 3 Stunden Funktion mit der Brille. Das hier sind die Antennen, die hier ist die Mushroom-Antenne und das hier ist die Flat-Antenne. Wie gesagt, die Brille kann zwischen den beiden Antennen hin und her schalten. Das macht die automatisch, um eben gleich die beste Empfangsqualität darzustellen. Dann gibt es hier noch ein paar Reinigungstücher, um die Linse innen zu reinigen. Finde ich eine sehr gute Idee. Und dann zu guter Letzt noch die Teile, die man auf den Nasenflügel innen an der Brille kleben muss. Da gibt es auch 2 Stück, die kann man austauschen. Und das werde ich auch gleich noch machen. Als erstes werde ich mir hier die großen Teile schnappen. Da gibt es 2 verschiedene Dicken. Und die werden dann einfach hier auf die Brille aufgeklebt. So ein bisschen bündig. Und dann ist das auch schon erledigt. Wie gesagt, es liegen 2 Stück bei und die sind auch unterschiedlich dick. Ich habe mich hier für das dickere entschieden. Und das sitzt auch wirklich weich auf dem Gesicht. Und es kommt kein Licht rein. Also insgesamt ist das eine ganz gute Lösung. Die FPV-Brille ist auch für Brillenträger geeignet. Denn man kann die Linse innen so ein bisschen nach vorne und nach hinten verschieben. Und man kann eben auch vorher probieren, ob man eben lieber den dickeren oder den dünneren Rand aufkleben möchte. Als nächstes kommen hier die Nasenteile, die werden hier auch einfach nur eingeklebt. Man muss so ein bisschen aufpassen, das auch schön bündig zu machen. Und wie man gesehen hat, liegt da auch noch ein zweiter Aufkleber dieser Art bei. Sollte diese also mal abhanden kommen, schmutzig werden oder sonst irgendwie defekt sein, kann man den eben auch austauschen. Soweit zur Montage der Schaumstoffteile, das passt alles sehr gut und sitzt auch sehr weich auf dem Gesicht. Zu guter Letzt müssen noch die Antennen montiert werden, da habe ich mich an der Packung orientiert. Hier die flache kommt nach rechts und die Mushroom-Antenne nach links von meiner Sicht aus. Und damit ist die Brille nun auch fertig montiert und vollkommen einsatzbereit. Man darf die Brille nicht ohne die Antennen betreiben. Denkt bitte daran, wenn ihr die einschaltet, dass auch die Antennen montiert sind. Hier an der Seite sieht man noch den Klettverschluss, um die Bänder zu verstellen. Und soweit war es das auch schon. Und dann muss natürlich auch noch der Akku geladen werden. Die Ladezeit beträgt ebenfalls knapp 2,5 bis 3 Stunden. Und dann kann man eben die Brille auch 2,5 bis 3 Stunden benutzen. Wenn das Ladegerät grün leuchtet, ist der Akku voll. Und dann kann man diesen Akku hier wunderbar unter dieses Gummiband einstecken
und dann die beiden Kabel verbinden und damit wird die Brille auch gleich eingeschaltet. Es gibt keinen On-Off-Schalter, das Ganze passiert eben nur über das Zusammenstecken des Akkus und dann hat man eben auch schon das Bild. Ihr seht hier, das ist schön hell. Unten links sieht man die Empfangsqualität der beiden Antennen. Man sieht sogar die Voltzahl angezeigt und kann hier sogar im Menü die Farben verstellen, den Sendersuchlauf starten. Also das ist alles schon ganz ordentlich gemacht. Und dieses OSD-Menü lässt sich eben auch auf Deutsch umschalten. Das habe ich hier schon vorgenommen. Und hier kann man eben auch den Sender suchen oder das Ganze von außen machen über die Tasten. Die Brille hat zwei Funktionen. Das heißt, das hier ist der normale FPV-Modus. Es gibt auch einen DVR-Modus. Das ist also der Aufnahmemodus, den man dann drücken kann. Und dann schaltet sich die Brille eben in den DVR-Aufnahmemodus und hier kann man jederzeit die Aufnahme auf die SD-Karte starten und stoppen. Und auch in diesem Modus gibt es ein extra Menü für die Einstellungen. Hier kann man zum Beispiel die Bildqualität verändern. Ich lasse das Ganze hier bei HD. Hier könnt ihr die Micro-SD-Karte formatieren, die Sprache umstellen. Das habe ich hier ebenfalls schon gemacht auf Deutsch. Die Lichtfrequenz anpassen. Und das war es eigentlich auch schon. Also alles ziemlich Standard. Leider sind die Tasten an der Vorderseite der Brille etwas schlecht angeordnet. Also nicht ganz so intuitiv. Man verdrückt sich da des Öfteren mal. Aber ansonsten kommt man da relativ gut mit klar. Und dann wird es Zeit, die Brille natürlich ausgiebig zu testen. Ich habe hier 4 RC-Quadrat Quadcopter, die eben mit einer FPV-Kamera ausgestattet sind. Und zu jedem dieser Quadcopter findet ihr auf meinem Kanal ein ausführliches Review, bis auf den Balak hier, den habe ich ganz neu, den stelle ich euch demnächst vor. Meinen ersten Test mache ich mit dem Makerfire Tiny Whoop, das ist dieser hier. Der ist ganz gut ausgestattet, mit dem bin ich auch noch nicht so viel geflogen, deswegen stecke ich den hier einfach mal an. Und der hatte auch gleich die richtige Frequenz eingestellt, ich musste also hier an der Brille nicht den Sendersuchlauf starten. Und ihr seht hier schön, wie das Bild in Echtzeit auf die Brille übertragen wird. Dabei ist die Bildqualität richtig gut und das Ganze ohne Lag, ohne Verzögerung, also ganz wunderbar. Natürlich hängt die Bildqualität auch so ein bisschen davon ab, welche FPV-Kamera in eurem Quadcopter verbaut ist. Und die Kamera hier vom Makerfire Tiny Whoop, die macht wirklich einen sehr guten Eindruck und ich denke mal, hiermit mache ich meinen ersten Probeflug mit der Brille. Auf meinem Kanal findet ihr zu dieser kleinen Drohne natürlich auch ein ausführliches Review, genauso zu dieser Fernbedienung, die universell einsatzfähig ist für alle möglichen Drohnen, Flugzeuge, Helikopter etc. Und soweit ist alles eingeschaltet und bereit für den ersten Probeflug. Ich habe es mir jetzt einfach mal gemütlich gemacht, habe die Brille aufgesetzt und fliege einfach los. Und das Schöne ist eben daran, dass ich euch jetzt das Bildmaterial, das die Kamera aufnimmt, direkt präsentieren kann. Meine bisherige Furibee FPV-Brille konnte das leider nicht. Die ist zwar auch richtig gut und relativ günstig, hatte allerdings keine Aufnahmefunktion und das war eben auch der Hauptgrund, wieso ich mich für diese hier, für die VR D2 Pro entschieden habe. Und ihr seht hier eben die Aufnahmen direkt aus der Sicht des Quadcopters und die sind schon richtig gut. Also es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Kamera an, aber das Bild ist auf jeden Fall ganz ordentlich, schön hell und auch auf dem Display in der Brille macht das Bild einen sehr guten Eindruck, ist also auch wunderbar scharf, hell und man sieht keine Pixel, damit lässt sich also wunderbar FPV fliegen. Beachtet bitte, dass laut dem neuesten Drohnengesetz bei FPV-Flügen ein Spotter dabei sein muss, also eine Person, die darauf achtet, dass nichts passiert und keine Personen ins Bild laufen, da man eben, wenn man FPV fliegt, von der Außenwelt ziemlich abgeschnitten ist und kaum mitbekommt, was um einen herum passiert. Deswegen habe ich hier auch meine Frau dabei gehabt, die aufgepasst hat. Und wenn eben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, dann kann man sich rein aufs Fliegen konzentrieren und das macht mit der Brille auch wirklich Spaß und funktioniert einwandfrei. Was ich ebenfalls sehr gut finde, ist die Empfangsqualität, denn hier sind 2 Antennen verbaut, die auch hin und her schalten, also das ganze System nennt sich Diversity und wenn eben die eine Antenne schlechteren Empfang hat, dann nutzt eben die Brille automatisch die etwas bessere Antenne und schaltet da auch hin und her. Das kann man auf dem Display auf der Innenseite der Brille ganz gut verfolgen. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist die Anordnung der Knöpfe auf der Vorderseite der Brille. Die sind nämlich nicht intuitiv angeordnet und man verdrückt sich da wirklich sehr oft. Man kann da zum Beispiel auch versehentlich die SD-Karte formatieren, gerade wenn man die Aufnahme gemacht hat. Man muss da also extrem aufpassen und da hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze etwas intuitiver ist und man sich nicht jedes Mal komplett durch die ganzen Tasten durchdrücken muss. Insgesamt stimmt auch die Verarbeitung bis auf den Micro-SD-Karten-Slot, der war bei mir etwas nach innen verbogen und bei meinem ersten Versuch ist die Micro-SD-Karte richtig reingefallen in die Brille. Ich musste die also aufschrauben, die Micro-SD-Karte rausfischen, das Ganze wieder zuschrauben und dann oben etwas den Micro-SD-Karten-Slot gerade biegen. Dann hat es funktioniert und seitdem gibt es auch keine Probleme mehr. Und das waren auch ziemlich die einzigen negativen Punkte, die mir aufgefallen sind, denn für die knapp 80 Euro bekommt ihr eine super ausgestattete FPV-Brille mit Aufnahmefunktionen. Genauso hat die hier 2 Antennen für Diversity. Dazu liegt auch gleich ein starker Akku bei. Das ist ebenfalls nicht bei jeder Brille der Fall, dass ein Akku beiliegt. Der Tragekomfort der Brille ist ebenfalls sehr gut. Die sitzt sehr weich auf dem Gesicht und es kommt kein Licht rein. Also ich kann mir gut vorstellen, damit auch mehrere Stunden am Stück zu fliegen. Und die Itchin VR D2 Pro ist auch die günstigste FPV-Brille mit Aufnahmefunktion. Wenn ihr auf diese Funktion verzichten könnt, gibt es natürlich auch noch günstige
günstigere, aber die hier macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und ich bin froh, euch auch in Zukunft meine FPV-Racer vorstellen zu können und euch da die Aufnahmen direkt zeigen zu können. Bei meiner alten Brille ohne Aufnahmefunktion habe ich das Bild immer direkt von der Brille mit einer Kamera abgefilmt, was nicht ganz so optimal war, natürlich von der Bildqualität. Und deswegen ist die Echin VRD 2 Pro für mich auch eine große Verbesserung, um euch das auch besser zeigen zu können, wo ich rumfliege. Und es macht eben auch Spaß, FPV zu fliegen, direkt aus der Ego-Perspektive. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und ich kann das nur jedem Drohnenpiloten ans Herz legen, das auszuprobieren. Das ist richtig geil. Und für die Brille stimmt auf jeden Fall auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Ausstattung ist wirklich gut und deswegen werde ich jetzt hier noch ein paar Runden drehen mit diesem kleinen Quadcopter und der Brille. Und danke euch fürs Zusehen, denn ich komme langsam schon zum Ende. Wenn ihr Fragen habt zur Echin VRD 2 Pro FPV-Brille, dann schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!